Mein Name ist Julia Brandt und ich studiere seit 4 Jahren hier am Asklepios Campus Hamburg und bin jetzt in meinem abschließenden Jahr, dem sogenannten praktischen Jahr, und werde in 6 Wochen mein Studium hier abschließen. Als ich damals vor 4 Jahren hier angefangen habe zu studieren, als vierter Jahrgang, war ich erstaunt darüber, wie gut so ein junger Campus funktioniert. Damals gab es noch nicht mal Absolventen. Und trotzdem waren alle Abläufe hier sehr professionell, sehr etabliert und man hat sich von Anfang an gut aufgehoben gefühlt. Es war, als Student musste man sich nur einschreiben und konnte sich ab dann vollkommen auf die Medizin fokussieren. Wenn man als Student ein Problem hatte, konnte man jederzeit zu allen Mitarbeitern kommen, die sich dann direkt persönlich darum gekümmert haben, eine studentenfreundliche Lösung zu finden. Oder als Student konnte man jederzeit Vorschläge einbringen, die zur Gestaltung dieses Campus beitragen. Und so hat man sich nicht nur als Student gefühlt, sondern einfach als Teil des ganzen Teams. Und deswegen hat mir nicht nur das Studium hier Spaß gemacht, sondern auch das ganze universitäre Leben. Ich habe mich nebenbei versucht, als Studentensprecherin zu engagieren, um auch einfach meinen Teil aktiv an der Gestaltung des Campus beizutragen. Nachdem ich mein Physikum in Ungarn abgeschlossen habe, war ich mir anfangs unsicher, ob ich mein Studium wirklich hier am Campus in Hamburg fortsetzen sollte, weil ich mir auch gut hätte vorstellen können, lieber neue Leute kennenzulernen und mir auch nicht sicher war, ob dieser doch recht kleine, überschaubare Campus mir genügend Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Aber jetzt rückblickend am Ende meines Studiums kann ich sagen, dass obwohl Hamburg mir genügend Abwechslungsmöglichkeiten geboten hätte, ich doch die meiste Zeit tatsächlich hier verbracht habe. Und das nicht nur, weil das Lernpensum so hoch war, sondern weil ich hier immer nette Leute getroffen habe, Leute, die das gleiche Ziel verfolgen. Eigentlich trifft man hier nur Ärzte oder solche, die es werden wollen. Und das hat mich immer motiviert. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es Leute gab, die mutig genug waren, diesen Campus zu gründen und dass ich hier letztendlich studieren konnte.